Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Sechster Spieltag der Bundesliga, hier seht ihr zur Linken einmal die Partien, die heute anstehen. Auf der rechten Seite die Tabelle, die aktuelle. Bleibt auf jeden Fall immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Es ist nur eine Prognose. Danke fürs Reinschalten und viel Spaß beim Zuschauen. Der SV Werder Bremen ist exzellent für einen Aufsteiger in die Liga gestartet. Da stehen 8 Punkte nach 5 Spielen. Die Fuggerstädter hingegen, die kommen hier alles andere als mit breiter Brust ins Weserstadion am Freitagabend. Und trotzdem gehörte die erste Chance den in schwarz gekleideten Gästen. Der FCA muss so langsam aus dem Knick kommen. Da steht ein Sieg und 4 Niederlagen. Das ist natürlich zu viel und das stimmt Enrico Maaßen nicht gerade glücklich. Werder brauchte ein bisschen, um ins Spiel zu finden, hatte dann durch Jens da die erste wirklich herausragende Chance in der 32. Minute. Caligiuri, der vorbeigrätscht, wird aber dann von seinem Hintermann Gikiewicz gerettet. Und der SVW wollte nochmal nachlegen. Die anschließende Ecke kriegt Augsburg nicht geklärt und Romano Schmid probiert es noch einmal. Aber wieder ist Gikiewicz der Sieger. 0:0 nach 45 Minuten. Augsburg kam besser rein. Der SVW wurde stärker. Knapp über eine Stunde gespielt. Bremen spielte sich so langsam ein. Niklas Füllkrug nach 63 Minuten mit dem 1:0 auf dem Fuß, der hat richtig Gefallen an dieser Liga gefunden. Hatten ihm nicht alle zugetraut, aber momentan kann er es seinen Kritikern durchaus zeigen. Hoher Druck, auch Distanzschüsse, immer wieder gefährlich. Der Ball klatscht an den Außenpfosten, dann kommt Marvin Ducksch aus Spitzenwinkel auch nochmal zum Abschluss. Augsburg beim zweiten Durchgang immer einen Schritt zu spät. Der Pole im Tor, der Augsburger, der mit Abstand Beste. Nachspielzeit. Noch eine Standardsituation. Das Beten auf den Rängen ging los. Ducksch bringt den rein auf den Elfmeterpunkt. Veljkovic an die Latte. Caligiuri mit diesem Patzer. Niklas Füllkrug mit dem Lucky Punch in der dritten Minute der Nachspielzeit. Doch noch das 1:0 für den SV Werder Bremen. Hochverdient über die gesamte Laufzeit. Super Verrückzieher, Fehler von Caligiuri. Das führt am Ende zum Spitzenauftakt für Werder in den sechsten Spieltag. Die Hertha hat sich unter Sandro Schwarz auf jeden Fall stabilisiert und auch in Spielen, die sie verloren haben, waren sie nicht unbedingt immer die schlechtere Mannschaft. Hier gegen Bayer 04 Leverkusen waren sie aber richtig gefordert, auch wenn es momentan bei der Werkself überhaupt nicht läuft. Da kann man schon von einer waschechten Krise sprechen. Palacios, der Christensen aber nicht überwinden kann. Doch Leverkusen war in Durchgang 1 das aktivere Team. Patrick Schick, der bis dato auch noch eine eher unglückliche Saison spielt, traf aber zumindest zuletzt gegen Freiburg bei der 2:3 Niederlage, setzt diesen Schuss aus knapp 16 Metern am Tor vorbei. Von der Hertha war zu wenig zu sehen im ersten Durchgang. Auf nassem Untergrund wollte ihm nicht allzu viel gelingen. Und Leverkusen setzte sich wieder am Strafraum der Herthaner fest. Patrick Schick mit der Drehung und jetzt sticht da wieder zu, 56. Minute, das hochverdiente und überfällige 0:1 hier im Olympiastadion. Aber die Hertha gab sich nicht auf. Plattenhardt mit der Flanke, verlängert von Richter und Luke Bacchio staubt ab. 77. Minute, der Ausgleichstreffer, schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt, aber der alten Dame war es selbstredend egal. Doch Leverkusen hatte die perfekte Antwort parat. In der 82. Minute schlugen sie abermals zurück. 1:2 für Christensen, gegen diesen strammen Schuss nicht zu halten. Und in der Nachspielzeit hatte Andrich noch diesen Zauberfuß für uns.
1:3 standesgemäß dieser Endstand verdient, ging über die 90 Minuten gesehen absolut in Ordnung. Die Gäste waren einfach besser und schießen sich zum erst zweiten Saisonsieg. Wie die Eintracht aus Frankfurt Leipzig abschoss, war sensationell. Nun wieder zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, diesmal, wo die Wölfe unter Zugzwang stehen. Kruse nach 8 Minuten testet das erstmal Kevin Trapp die 2:4 Heimniederlage, in der man sogar führte früh in der Partie. Die konnte doch wieder einige Fragen neu eröffnen. Was ist los mit den Wölfen? Frankfurt dann nach einer guten Viertelstunde mit dem besten Schuss im ersten Durchgang. Gibril Sow ist es in der 17. Minute. Doch ein wachsamer Kun Castells hätte diesen Ball natürlich fest. Oder zumindest wehrt er ihn ab zur Ecke, aus der nichts resultierte. Ansonsten eine erste Halbzeit, die man durchaus mal vergessen kann. Stunde gespielt, Lacroix mit der Flanke, gute Variante, aber eigentlich müsste das doch andersrum funktionieren, dass Baku den Ball bringt und Lacroix Abnehmer ist, nicht so schlecht, der Ball geht aber trotzdem deutlich am Tor vorbei. Frankfurt wachte kurz vor Schluss, aber nochmal auf Götze, so Kolomoani zu Götze, doch Kun Castells kriegt noch rechtzeitig den Fuß raus, da fehlte nicht viel zum 1:0. Hier sollte es noch nicht gelingen. Frankfurt blieb dran mit Götze und Daichi Kamada. Kamada unglaublich gut drauf. Kriegt hier zu viel Platz und findet Kolomoani. Und der hat auch einen Lauf. 84. Minute an so vielen Angriffen beteiligt, eigentlich an fast jedem. Hier erzielt er das goldene Tor, 6 Minuten vor dem Ende. Wolfsburg wird noch tiefer in die Krise geschossen. Hoffenheim spielt eine absolut ordentliche Saison, 9 Punkte. Das lässt sich nach 5 Spielen auf jeden Fall sehen. Mainz hat sogar 10 auf dem Konto, also eigentlich ein verkapptes Spitzenspiel, aber es brauchte eine gewisse Anlaufzeit. Wir sind schon in der 23. Minute, da wird es das erste Mal so richtig gefährlich. André Linho aus spitzem Winkel testet Robin Zentner, der aber rechtzeitig im gefährdeten Torwart-Eck die Hand dran bekommt. Aber auch Mainz zeigte sich nach vorne durchaus mal vorstellig. Nach 27 Minuten Jae-Sung Lee, der aber Oliver Baumann hier nicht gefährden kann. Den muss er halten, den hält er, macht er gut. Knappe halbe Stunde von der Uhr und Chor um ein Haar mit dem Traumtor zum 0:1. Da fehlte wirklich nicht viel. Nicht als Filigrantechniker bekannt, aber das war ein starker Schuss, der knapp nur am Pfosten vorbeiging. So ging es torlos erstmal in die Kabinen, das war in Ordnung. Es hätte aber durchaus auf beiden Seiten schon ein Treffer fallen können. Davon wurden die Zuschauer aber noch nicht verwöhnt. Durchgang 2, Mainz eben voll auf Augenhöhe hier. 51. Minute, Stach tunnelt da noch sein Gegenspieler. Kabak müsste es gewesen sein, aber Oliver Baumann ist wieder da und hält weiterhin die Null. Mainz war am Ende dichter dran am Sieg und es war wieder Stach, der es probierte. Onisivo und Burkhardt, der letztendlich frei zum Schuss kommt, 10 Minuten vor Schluss, aber es verpasst, diese Partie in eine gewisse Bahn zu lenken. So blieb es beim Remis schiedlich friedlich am Ende. Wie gesagt, waren die Gäste aus Mainz etwas dichter dran, aber mit dem Punkt in Sinsheim werden sie auch schon gut leben können. Der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart nach zuletzt 2 sieglosen Spielen. Ja, es waren nur 2 Unentschieden, will Bayern aber jetzt im dritten Spiel wieder
Gewinn. Der VfB Stuttgart aber muss sich auch nicht verstecken. Das 1:1 gegen Schalke war dennoch am Ende etwas schmeichelhaft. Hier zeigten sie aber ein ganz anderes Gesicht. Chris Führig in der 12. Minute wird da freigespielt. Dann ist Davis zu weit weg. Sabitzer und Pavard schauen ebenfalls nur zu. Die Bayern im Rückstand. Aber das ist nichts, was die Münchner groß verunsichert. Das ist Sabitzer. Probiert es da. Der ist richtig am Zucken, dieser Ball. Und fast dreht er sich noch rein. Starke Schusstechnik, Sabitzer aber noch nicht vergönnt, dieser Treffer. 0:1 nach 45 Minuten. Bayern war spielbestimmend und bekam dann in der 51. Minute durch Gnabry die nächste Möglichkeit serviert. 21 Meter Torentfernung und diesen verwandelt er überragend. Diesen Freistoß macht er rein. Nicht zu halten für Florian Müller. Der ist einfach perfekt getreten. Und die Bayern waren angestachelt. Sadio Mané. Zuletzt fast immer nur aus dem Abseits erfolgreich. Jetzt zählte der Treffer. Wuchtet den Ball ins kurze Eck. Für Müller trotzdem sehr unangenehm, dieser Ball. Kein Torwartfehler an dieser Stelle. Und kurz vor dem Ende hatte Mané den Doppelpack geschnürt. 3:1. Die Partie war logischerweise entschieden. Am Ende hielt VfB gut und lange mit, müssen sich aber am Ende dann doch geschlagen geben. Und so haben sie nach 6 Spielen 4 Punkte auf dem Konto. Tedesco ist Geschichte. RB Leipzig trennte sich nach der Pleite im Champions-League-Spiel gegen Donetsk von eben Domenico Tedesco. Nun im Topspiel gegen Dortmund die große Aufgabe, den BVB zu schlagen, die zweite Niederlage beizufügen. Aber die erste Chance gehörte Marco Reus eben im Trikot der Schwarz-Gelben. Ja, es ist ein Topspiel, aber es läuft trotzdem 15.30 Uhr, also am Samstagnachmittag, den dann für Leipzig erstmal Timo Werner versüßte. Da ist für Kobel, der doch wieder zwischen den Pfosten stehen konnte, nicht zu halten. 1:0, die Halbzeitführung. Und der BVB ertat sich weiterhin schwer. Werner auf Forsberg, der sich da gut und etwas mit glücklich geführten Beinen durchsetzt. Das ist vielleicht von Schlotterbeck etwas überambitioniert, wird dann ausgetanzt und so fällt eben das 2:0. Der BVB wollte schnell anschließen. Dieser Schuss hätte auch durchaus den Treffer verdient gehabt. Rafael Guerreiro aber kommt nicht aus 17 Metern an Peter Gulaschi vorbei. Es gab immer wieder diese Möglichkeiten, aber Dortmund schaffte es eben nicht, den Ungarn im Tor der Leipziger zu überwinden. Und Leipzig war vorne relativ kaltschnäuzig. Kobel bekam dann in der 90. Minute nochmal etwas zu halten. Mehr dann aber auch nicht. Leipzig schlägt Dortmund nach der Entlassung von Tedesco mit 2:0 und das durchaus verdient. Der FC Schalke 04 empfängt den VfL Bochum zur Topspielzeit am Samstagabend und auf dem Papier ist das natürlich kein Topspiel, aber diese beiden Mannschaften mit dieser Tradition, die haben einfach immer was in petto. Und Schalke zeigte sich ja auch verbessert. Das 1:1 in Stuttgart war durchaus ein Hoffnungsschimmer, aber der VfL Bochum war auch nicht schlecht. Trotz 0 Punkten auf dem Konto machten sie hier in Durchgang 1 gut mit. Auf der anderen Seite, kurz vor dem Seitenwechsel, dann Riemann, noch etwas auffällig geworden unter der Woche, beschimpfte ein Mitspieler ein bisschen gröber hier, pariert da, steht wieder im Tor und das zahlt er hier zurück, dieses Vertrauen. 0:0 nach 45 Minuten, hätte auf beiden Seiten schon einmal klingeln können, aber das 0:0 war okay. Der VfL Bochum aber weiterhin mutig, so spielt nicht unbedingt ein Tabellenletzter. Hofmann auf Zoller und dann war es geschehen in der 56. Minute, das 0:1, die Schalker nicht gut sortiert, nehmen hier den Rückstand hin. Stunde
gespielt. Dann Simon Terodde und Riemann im Nachfassen hat diesen Schuss aus der Drehung dann am Ende doch recht sicher in den Händen. Aber defensiv die Schalke einfach zu anfällig. Zoller, Philipp, Hofmann 0:2. Das zog den Schalkern dann am Ende des Tages den Stecker. Hofmann, Ex-Schalker, macht hier den Deckel drauf. So endet dieses Spiel mit 2:0. Bochum holt die ersten 3 Punkte der Saison. Für Schalke ist es ein harter Rückschlag. Der erste FC Köln trifft auf Union Berlin am Sonntagnachmittag. Und es sind beides Mannschaften, die doch die Erwartungen übertroffen haben in dieser Saison bis dahin. Und so war es hier ein Spiel mit offenem Visier geführt, in der sich beide Mannschaften viel zutrauen. Martel hier aber noch zweiter Sieger gegen Renault. Starker Auftakt der Geißböcke. Sie dominierten den ersten Durchgang. Ljubicic kann da viel marschieren und sieht dann sogar Florian Kainz, der dann Pech hat, auf Renault zu treffen, der es überragend macht, dann etwas Glück hat. Vom Boden prallt der Ball knapp am Pfosten vorbei. Köln hätte durchaus schon führen können nach 45 Minuten, schaffte es aber nicht, den Ball an Renault eben vorbeizubringen. Doch der zweite Durchgang startete, wie der erste aufhörte. Florian Kainz, Tigges in der Mitte. 69. Minute, Kainz aus Spitzenwinkel noch, gehalten von Renault, da kann er aber dann nichts mehr machen. Tigges bringt die verdiente Führung. Dann aber wachte Union auf, weiter bei von Becker auf Jordan. Schwebe in der 79. Minute, dann mal wieder ernsthaft geprüft, war weitgehend beschäftigungslos, der hätte aber wohl gut gepasst. Der anschließende Eckball. Trimmel bringt ihn rein. Thielmann erstmal raus, aber Union bleibt dran. Mit Haberer. 10 Minuten vor dem Ende, das 1:1. Schwäbe etwas unglücklich, aber das ist ein wuchtiger Schuss, der am Ende den einen Punkt für Union bringt. Köln wird sich ärgern, da war deutlich mehr drin. Union hingegen bleibt weiter ungeschlagen. Zum Abschluss des 6. Spieltags treffen Freiburg und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Die Fohlen, die tun sich traditionell schwer mit Freiburg. Hier aber waren sie gut drin. Stindel, Neuhaus, 10. Minute, 0:1. Die Fohlen hatten hier einen tollen Auftakt erwischt und führten auch verdient. Kurz vor dem Seitenwechsel die Chance zu erhöhen. Lienhardt bringt den Ball zu Eggestein, der aber mit dem Fehler. Kone, Thüram, Lars Stindel, Neuhaus und Thüram alleine vor Flecken. Zwar mit Gegnerdruck, aber doch durchaus in aussichtsreicher Position. Wird am Ende von Lienhardt dann mit dem Arm im Rücken doch noch ausreichend gestört, sodass es nur 0:1 stand. Glücklich für Freiburg, so waren sie nämlich weiterhin im Spiel. Der zweite Durchgang brauchte eine gewisse Anlaufzeit, dann aber wurde der Gastgeber noch einmal vorstellig. Das ist Rizzo Doan in der 72. Minute, der aber Jan Sommer hier noch nicht überwinden kann, der Schweizer mit der guten Parade. Tor Freiburg blieb dran, Gregoritsch, Ausgleich, Minute 74 und wir sehen aus dieser Perspektive, was das für ein Traumtor war. Mit dem linken Außenriss wunderbar oben reingezirkelt, bringt am Ende in der zweiten Halbzeit verbesserten Freiburgern einen Punkt. Damit werden sie zufrieden sein. Für Gladbach ist es dann möglicherweise etwas zu wenig. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse und die daraus resultierende Tabelle im Überblick. Es ist nur eine Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.